Wir haben heute Sonntag und ich habe die beste Laune. Mich habe ich schon angerufen, ich sage, Micha, wollen wir nicht mal wieder Sonntagsvideos machen? So wie sonst, keine Leute, wir können irgendwas machen. Und zwar fahren wir den S2. Vielleicht nehmen wir jetzt die Performance-Box mit, so Performance-Box mitnehmen, sollen wir Zeiten messen. Mhm. Sonntag, gutes Wetter. Komm, wir gehen die Boxen mal holen. Kennt ihr das, was die Dinge... Du trägst Diesel-Unterhosen? Jetzt sind mir gerade zwei Sachen aufgefallen. Siehst du? Nein, erst eins erinnern bringen. Performance Box. SIM-Karte ist drin. Genau. Wie so ein, wie die 18-Jährigen. Die haben bei uns da in der Werkstatt trägt dann. Nein, so. Stopp! Nein, nein, ich guck. Ich halte nicht drauf. So trägt der Sascha bei uns seine Arbeitshosen. Ja, stimmt, ehrlich, ne? Ja, und ich habe keinen Gürtel. So, genug dummes Zeug geredet. Was brauchen wir alles? Performance Box, Kamera, brauchen wir das Handy? Weil wir fahren mit dem S2, könnte sein, dass wir liegen bleiben, nehmen wir das Handy auch mal mit. Geldbeutel, falls wir einen Führerschein brauchen oder einen Fahrzeugschein. Schlüssel von der Firma nehmen wir auch mal mit. Ich liebe es, wenn wir an einem Sonntag durch die Firma gehen. Als allererstes fällt mir auf ein rotes Licht. Rotes Licht, Papier leer. Das nächste, was mir auffällt, direkt die Bestellkarte. Immer liegt hier parat. Deswegen nehme ich auch zu. Audi S2. Ich glaube, das Auto haben wir ja schon vorgestellt. Bin da schon sehr, sehr viel gefahren. Weißt du, was mir am meisten auf den Keks geht bei diesem Auto? Die Heckklappe quietscht. Und das machen wir jetzt, bevor wir losfahren, fangen wir jetzt mal an, die Heckklappe aufzumachen. Und ich stelle die Heckklappe nach, weil... Ne, man hört es nicht. Aber ich bin mir sicher, ich werde es nicht wegkriegen. So, ich brauche jetzt Inbusschlüssel. Und zwar möchte ich gerne meine Heckklappe nachstellen. Ah, guck mal. Pelle, Respekt. Werkzeugkiste ist sauber. So, dass wir uns nicht unsere Sonntagskluft versauen. Meine helle Unterhose oder gar meine helle Hose. Wir wollen uns jetzt nicht über die Unterhose unterhalten, sondern wir haben hier die Einstellung... von der Heckklappe. Diese Heckklappe liegt hier auf dem Pinörek auf, also auf dem Teil. Ich vermute, weil das kann nicht quietschen. Es quietscht was im Auto und es ist unfassbar laut, dieses Quietschen, und es ist so hart nervig. Das kann man rausziehen. Somit erhöht ihr quasi den Druck auf diesem Teil, auf die Druckfläche. Ihr verändert natürlich auch das Spaltmaß, das zeige ich euch gleich. So. Mal gucken, ob sie zugeht. Ja, perfekt. Und hier könnt ihr quasi euren Spaltmaß prüfen. Wenn wir das jetzt noch weiter rausmachen, wird quasi der Druck erhöht, dadurch, dass ihr das jetzt rausgezogen habt und wieder festzieht, könnt ihr euer Spaltmaß verändern. Ich würde sogar, das könnte sogar noch ein Stück raus. Hier ist es perfekt. Also Spaltmaße passen. Warum der hier überhaupt in der Werkstatt steht? Er hatte ein... Ja, ein Defekt kann man nicht sagen. Der hat hier elektrische Fensterheber und ich habe das Fenster runtergedrückt und irgendwann ging es nicht mehr hoch. Da hat es ein hässliches, lautes Knackgeräusch aus der Türverkleidung gegeben. Und dann haben wir versucht, dieses Plastik, die Seele ist aus dem Plastik gerissen. Dann wollten wir versuchen, das zu reparieren. Wir haben es auch repariert bekommen, aber es macht immer noch fürchterliche Geräusche. Also Appelle, kauf doch mal eben neuen Fensterheber. Mhm. Und ich denke, so machst du mal unsere lieblingsgrößte Seite in Deutschland auf und guckst mal, ob du einen gebrauchten Fensterheber kriegst. 330 Euro für einen gebrauchten Fensterheber. Jetzt kommt's aber. Das ist fast mein Auto gewesen. Ja, ey, jetzt mal echt, überleg dir mal den Vergleich. 450 Euro, einen ganzen Audi 80, mit manuellen Fensterhebern übrigens. Und 330 Euro für nur, nicht mal die Tür, sondern nur den Fensterhebermechanismus. Aber er hier. Was ist mit ihm? Junge, guck mal. Er will das wegmachen. Wichtigste Teil im Auto. Also mache ich dir ihn weg. Mhm. Das ist geil. Audi ist so Startverhalten. Geil, ne? Boah, guck mal. Ich gucke da raus und sehe direkt, es sieht aus, wie wenn wir am Rentrack wären. Auf dem Rentrack. Krass, ne? Zwei voll beklebte Autos. Also ich glaube, wir sind echt dafür bekannt, dass wir unsere Karren voll bekleben und mit beklebten Autos durch die Gegend fahren. Ja, und wie ich merke, Tank ist nicht gerade so voll, Digga. Ist aber für deine Verhältnisse schon fast zu voll. Was? Boah. Hast du es gehört? Boah, ich habe gedacht... Aber das kam von vorne. Nein. Aber ich muss zugeben,
der André war ja mit mir schon an der Software dran. Also wir haben aus der Motronik hier alles rausgeholt, was geht. Oder falsch, nicht aus der Motronik. Aus der Motronik geht natürlich deutlich mehr. Also aus Motronik ist in dem Falle das Motorsteuergerät. Da würde deutlich mehr gehen. Wir haben die Ladedruckanzeige angeschlossen, um zu überprüfen, bei welchem Ladedruck wir sind. Haben ein Lambda-Tool angeschlossen, haben quasi alles angeschlossen, so, dass wir einmal unsere Werte abfangen können und haben uns entschlossen, auf volle Pulle zu gehen, was der Lader so hergibt. Wir haben jetzt einen Overboost von 1,6 Bar, gehen runter, weil der Lader oben rum die Luftmasse nicht schafft, auf ca. 1 Bar, 1,1 Bar bei 7000 Umdrehungen. Haben den dabei aber sehr fett laufen lassen, weil wir mit dem Motor ja, wie gesagt, komplett Serie sind. Hier ist noch nichts, der Motor ist ungeöffnet, der wurde vom Vorbesitzer quasi in der Werkstatt, also wir haben eine Rechnung dabei, da wurden Kolben, Pleulager und sowas mal alles erneuert, aber nichts verstärkt. Das heißt also, der Motor ist quasi irgendwann mal überholt worden, er hat ja schließlich 325.000 gelaufen, aber nicht verstärkt. Das bedeutet, wenn wir jetzt den Ladedruck und den Zündwinkel zu früh kommen lassen und noch mehr Ladedruck kommen lassen würden, knickt unser Pleuel ab und wir hätten Motorschaden. Weil die Originalpleule bekommt ja auch mit dem Original-Turbolader kaputt. Ich würde sogar sagen, noch eher mit dem Serienlader, weil der Lader viel früher einsetzt wie ein größerer Turbolader, somit das Drehmoment natürlich viel früher an der Drehzahl anliegt und die Kraft, die auf das Pleuel drückt, in dem Moment dann viel höher ist als bei 5000 Umdrehungen. Wie bei dem Lader, der Lader geht ungefähr bei 3000 Umdrehungen los, ist die Belastung halt viel, viel höher bei 3000 Umdrehungen. Deswegen haben wir den auch relativ spät kommen lassen, den Ladedruck, und haben ihn dann halt relativ fett abgestimmt. Das ist nicht für die Maximalleistung ausgelegt, sage ich mal. Wenn wir ihn ein bisschen magerer laufen lassen würden, hätte er natürlich im Endeffekt mehr Leistung. Aber ganz ehrlich, auf 10 PS, die wir hier finden würden, geht es hier gar nicht, weil so ein Auto hat, also ich vermute, wenn es hochkommt, hat er 260 PS. Wie gesagt, wir haben hier alles ganz original. Downpipe, beide Katalysatoren sind, Katalysatoren sind drin und die Auspuffanlage ist von Fox in 2,5 Zoll, also in 70 mm. Wir wollen mal gucken, ob wir heute eine 100, 150 Zeit fahren. Gibt es Prognosen? Wir haben einen serienmäßigen S4 genommen und wir haben einen Main S6. Ich habe die Zeiten wieder nicht im Kopf, nagel mich nicht fest. Ich meine 3,9. 7,6. Der wird auf jeden Fall irgendwo dazwischen liegen. 100, 150 irgendwo so um die 6 Sekunden vermute ich. So, und weil wir jetzt auf die schnelleren Strecken fahren. Er hat es überlebt, aber er ist oben. Auch Sound so. Ich finde, er ist halt 5-Zylinder, ne? Es geht nichts, muss ich ehrlich sagen. Der RS3 klingt auch nach 15er, aber ich finde der alte 15er klingt noch deutlicher nach 15er. Und noch geiler klingt eigentlich, muss ich zugeben, der Sauger ist viel kräftiger, genauso wie der 10-Ventiler-Turbo. Also ganz klar gesprochen. So, jetzt wollen wir mal den dritten Gang reinmachen. Wir sind bei knapp 90 und gehen mal einfach in das Vollgas. Boah, krass. Ich sag ja, er ist nicht... Und wir haben hier softwaretechnisch volle Pulle, ne? Also mehr kann der Serienlader fast nicht. Boah, ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Messung machen. Das ist schon deprimierend, ne? Also ich meine, es waren 7,9 von einem serienmäßigen S4. Ich muss dazu sagen, der S4 ist, glaube ich, ein bisschen anders übersetzt. Schon träge. Ey, sollen wir mal so einen Allradstart machen? Mhm. Dann gehen wir auf die Box 0,100. Oh, warte. Stehen? 6,1, aber ich will mein Gesicht nicht sehen, weil ich mich... Ey, Junge! Das ist sehr unspektakulär. Ich glaube, das Auto ist werksmäßig mit 6 Sekunden angegeben. War jetzt aber auch kein perfekter Start. Wir fahren ja 18 Zoll Felgen drauf mit breiten Reifen. Ist natürlich alles nicht so optimal. Aber so haben wir jetzt mal eine 100-100-Zeit, ne? Also
geiles Fahrwerk. Boah, Junge! Du warst fast an meiner Backe. Nee, an meiner Wange. Guck mal, ganz smooth. Keine Reifen haben gequietscht. Alles war gut. Also das Auto fühlt sich gut an dafür. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir jetzt mal 100, 200 hinbekommen. Machen den dritten Gang rein. Du gehst auf die Box, dann auf geht's. Dieses Auto hat auf jeden Fall serienmäßig 220 PS. Der ist gechippt, hat volle Pulle Ladedruck und ist auch sehr fett abgestimmt. Damit nehmen wir uns ja Leistung, weil ich auch Angst habe, dass das, wie gesagt, entweder der Kolben wegbrennt oder der Motor kaputt geht. Deswegen nehmen wir uns Leistung. Aber ich sag mal, lass das Auto jetzt 250 PS haben. Jeder Golf GTI ist auf jeden Fall schneller. Und ich sehe gerade, ich habe die Zeit noch gar nicht gesehen. 21,2. Und was ist die andere Zeit? 100, 150? 6,9. Ja. Das sind Werte eines Audi S2s. Wir haben wahrscheinlich viel Ladung gemacht. Das bedeutet, wir haben ein bisschen mehr Drehmoment. Haben aber Zündwinkel rausgenommen. Damit nehmen wir uns wieder Drehmoment. Wir haben ihn sehr fett laufen lassen. Damit nehmen wir uns Leistung. Also PS in dem Falle. Also sagen wir mal, wir haben ihn dezent gechippten S2. Und so wie es gerade stehen geblieben ist, jeder Golf 6 GTI, jeder Golf 5 GTI mit der gleichen Motorleistung wäre auf jeden Fall schneller. Bin ich mir ganz sicher. Der wäre auf jeden Fall schneller. Und das ist das, was ich meine. Ihr habt mit so einem Auto hier, wenn ihr euch jetzt ein Audi S2 kauft oder ein Audi S6, ein Audi S4 und wünscht euch 5-Zylinder-Power und sagt, boah geil, ich hole mir auch sowas. Der Marco hat so geile, schnelle Autos, die 5-Zylinder, mach mich so an. Ihr werdet so enttäuscht sein. Und ich wollte das einfach mal zeigen, weil ich habe, glaube ich, schon ganz oft den Gesichtern gemerkt, die sich ein Audi S4, ein S6 oder sogar ein S2 gekauft haben und irgendwie vorher von einem Golf GTI, sage ich jetzt mal, oder Focus RS oder BMW, egal welche Automarke zu nennen, die mit dem heutzutageigen Technik laufen, wo dann auf einmal die Enttäuschung wirklich groß geschrieben ist. Weil fahrleistungstechnisch seid ihr mit dem anderen Auto, mit den neumodischen Autos, nenne ich es mal, mit den aktuelleren Technik, auf jeden Fall besser. Wir reden jetzt von Serie, ne? Wir reden von Serie. Gut. Ja, aber guck mal, hier ist ja schon leicht getuned, sag ich mal. Ne? Also hier haben wir ja schon, ich sag mal, einfach so eine Stufe leicht getuned. Um das mal zu verfeinern. Vielleicht haben wir es auch schlecht getuned, weil wir so viel Ladedruck jetzt hier reindrücken. Denken alle, viel Ladedruck, viel Leistung. Eigentlich ist es Quatsch, weil was wir nicht gemacht haben, also ich zumindest nicht, und ich glaube, der andere hat auch gar nicht so drauf geachtet, weil wir einfach nur auf den Lambda-Wert konzentriert haben. Wahrscheinlich drücken wir jetzt so viel Ladung rein, dass die Ansaugluft jetzt so hart steigt durch den Serienladeluftkühler, der nicht der größte hier drin ist, die Ansaugluft so heiß ist, dass wir deswegen natürlich auch eine schlechtere Verbrennung haben, weniger Sauerstoff, somit unsere Leistung vielleicht sogar sinkt und das Ganze kontraproduktiv war. Andersrum, was euch meiner Meinung nach so ein Golf GTI nicht geben kann, ist dieses Gefühl dieses Autos. Für mich ist das was Besonderes. Aber fahrleistungstechnisch ist das nichts Besonderes. Habt ihr jetzt gesehen. Also ein Audi S2 auf freier Wildbahn, serienmäßig, ich nenne es jetzt mal leicht getuned, ist nichts Besonderes. So haben wir das mal, finde ich, schön verdeutlicht eigentlich, dass das halt keine Fahrleistungsmaschinen sind. Und was ich halt merke, ihm geht obenrum richtig die Puste aus. Hier ist übrigens die Rechnung von dem neuen Motor. Zahnriemen, Wasserpumpe, 6.000 Euro hat der gute Herr damals dafür bezahlt. Haha, Zusatzeinleitung, aussieht. Ich wollte gerade sagen, da stehen unsere Fahrwerte. Ja, das war mir drin, ne? Ja, guck mal, jetzt bin ich gespannt. 0,100. 6,1 Sekunden. Wir haben die erfahren. So,
248 km/h Höchstgeschwindigkeit. So, jetzt wollen wir mal versuchen, ob wir noch einen 0-100-Lauf hinbekommen. Unter 6 Sekunden. Micha, bist du bereit? Yes. Das ist langsamer wie serienmäßig. Also wie Werkzeuger. Aber der Start, das Problem ist, ihr kriegt halt mit der Serienmotorleistung nicht mal die vier Räder zum Durchdrehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so merkt. Der dreht null durch und die Kupplung rutscht auch nicht durch. Hat er nicht. Wie kann ich mich hier hin? Lass mal einfach ganz locker. Jetzt kannst du wieder neu anschalten. Micha ist gefangen vom S2. Wir probieren das jetzt nochmal. Das war nicht bis 100, ne? Nee. Oh, ist das peinlich. Boah, bin zu alt für sowas. Ich will ihn aber auch nicht so quälen. Er mag, sonst hält er dich immer fest. Ja. Also er hat nicht genug Motorleistung, sag ich mal vorsichtig, weil die Kupplung rutscht hier null durch. Also es muss sich auch sagen, Kupplung ist richtig gut, aber hier drehen keine vier Räder. Also wie ihr euch jetzt so einen Allradstart vorstellt, draußen mit Qualmerei und so, habt ihr gesehen. Oder ihr seht das nicht, aber ich fühle das, der macht das null. Also er dreht null mit den Rädern durch. Wir haben hier halt einfach den perfekten Start. Ich probiere es jetzt nochmal. Wollen wir noch einen Start versuchen. Was soll ich machen? Ich kann die Box nicht bescheißen. Mehr ist nicht drin. Also unsere erste Messung, die wir gemacht haben an der Ampel, war die beste. Ich probiere es jetzt mal anders. Was machst du anders? Anders zu starten. Aber du bist am Anfang weniger, am Anfang hatte das einen wenigeren Schlag, richtig? Genau, weil ich die Kupplung habe leicht reingleiten lassen. Jetzt haben wir ihn genug gequält, wirklich. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach mit so einem Auto wirklich eine Quälerei. Aber die Technik kann das ab, das ist halt eine gute alte Technik von früher. Das können wir jetzt 50 Mal machen. Umso heißer jetzt unsere Ansaugluft wird, umso weniger haben wir Leistung, umso schlechter werden unsere Fahrzeiten. Wir können das Auto jetzt noch 100 Mal quälen, es wird nichts mehr. Diese 6.1 war damals, vorhin war das Auto kalt, Ansaugluft noch schön kalt, gute Zeit gefahren. Wenn ihr das heutzutage mit einem modernen Auto macht, beste Beispiel ist von Jean-Pierre, der GT2 RS, wo wir mitgefahren sind, dreimal hintereinander bei voller Hitze mit Klimaanlage immer die gleiche Zeit gefahren. Mit so einem Auto, seht ihr, kriegt ihr es nicht hin. Aber bei dem Auto ist es auch wirklich noch Autofahren. Also ihr drückt ihr nicht einen Knopf und lasst einfach euer Pedal los, so wie beim RS3, sondern das ist hier noch Autofahren. Ihr müsst hier noch am Hebel ziehen und, und. Aber ich glaube, euch haben wir jetzt mal anschaulich gemacht, dass das keine Fahrwunder sind, diese Autos. Also, dass man nicht erwarten sollte, wenn ihr euch entschließt, ein Audi S2, S4 oder S6. Ich sage das immer bewusst, weil das ja alles die Motoren oder in den Autos die Motoren drin sind. Wenn ihr euch so einen kauft, dass ihr vielleicht nicht enttäuscht seid. Wie ihr seht, Waffen sind das nicht. Aber es ist 5-Zylinder, es ist auf jeden Fall Emotion, Sound. Das hat dieses Auto alles. Mich stört das in dem Fall bei dem Auto wirklich nicht. Wo Kamera aus war, Micha war so, will so chillen so. Ich sag, Micha, willst du nicht mal fahren? Jetzt fährt der Micha mal kurz. Vielleicht sagt der Micha mal, wie sich das für ihn anfühlt. Weil für mich ist das ja, wie gesagt, schon öde. Und jetzt nehme ich mal die Kamera aus der Hand. Ich bin ehrlich aufgeregt. Schon wieder? Ja, ich bin noch nie in 5-Zylinder gefahren. Boah, da geht glatt die Tür wieder zu. Will er mir ein Zeichen machen? er hat direkt ein Zeichen gemacht. Ging die Tür wieder direkt zu. Micha, dann spring nicht mal am Fahrersitz. Ich bin wirklich aufgeregt jetzt. Ich bin auch aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt gerade. Erstmal bin ich aufgeregt. Wartet, Jungs, ich muss mich erst anstellen. Was überlegst du? Ich bin aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt gerade. Hier fängt es schon an. Man merkt, du fährst viel Automatik, ne? Das ist übrigens wirklich ein seltenes Ereignis. Ich lasse ungern Leute mit meinen Autos fahren, die mir so am Herzen hängen. Aber ich möchte ja, dass du auch mal ein Feeling kriegst.
vielleicht, wie sich das für dich so anfühlt, weil ich glaube, ich bin einfach zu verwöhnt. Fahren wir rechts? Ja, wir müssen rechts. Ich finde irgendwie das dickere Lenkrad schon geiler irgendwie, ja, als das dünne. Das ist ein Audi Sport Lenkrad. Ja, ich gehe auf Nummer sicher, ich lasse alle durch. Ich bin mal gespannt, ob wir da noch warten, wenn in Frankfurt einer losfährt, dass der das noch, dass wir auf den hier nicht warten. Ja. Micha hat mir auch mal gesagt, ob wir bei seinem Auto auch was am Sound machen können. Und ich glaube, Micha wüsste noch nicht mal, wie man das macht. Ne? Nö. Hey, ich könnte auch einen Carport machen. Guck mal, beim Carport macht man immer. Habt ihr gesehen, ich habe Carport-Allüren. Mhm. Ja, geil. Boah, aber das Lenkrad ist schon cool, ey. Ey, die haben mir im Video übrigens mal gefragt, ob du betrunken warst, ne? Weil du die Kamera so... Ich weiß nicht, ey. Gefühlt. Aber anfahren geht klar, ne? Ich hab du hast jetzt Lob von mir, weil er den nicht abhört? Oh. Also ich kann verstehen, warum man das Auto so geil findet. Die will das fahrtechnisch schon eine Fahrleistung ja wahrscheinlich auch völlig ausreichen, ne? Ja, klar. Das fährt ja auch wunderschön, das ist ja das, was ich meine. Aber es ist halt nicht, wenn du dich jetzt, wir müssten mal unbedingt mal einen neuen, wir müssten mal ein neues Auto fahren, weißt du? Wir müssten uns mal gucken, dass wir mal vielleicht wirklich mal ein Kundenauto, Micha, Golf 7, dass uns bei einer vielleicht so ein richtiges Performance-Auto heutzutage mal gibt. Spannt sich an, als ob du hier gerade 1000 PS fährst. Aber für ey, ich bin noch nie so was Schnelles gefahren. Das darfst du nicht vergessen. Das ist jetzt meine höchste PS-Leistung. Leute, wir brauchen auf jeden Fall ein aktuelles Auto, was lustig ist. Aber wichtig ist ein serienmäßiges Auto. Was heutzutage, dann wüsstest du mal, warum viele Leute natürlich auch an neuen Autos Spaß haben. Weil auch neue Autos können brutal Spaß machen. Also mir fällt immer direkt ein Golf 7 Performance ein. Jetzt mal eine andere Frage. Wo fährst du eigentlich hin? Zur alten Firma. Oder wir können zu mir nach Hause fahren, ist auch kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber automäßig ist eh schwierig, aber geografisch und Streckenmerken und sowas, Junge, der ist komplett vorbei bei mir. Aber bei mir auch. Aber ey, Junge, geiles Auto. Man kann sagen, was man will. Ja. Wenn ich sage, ey, ich habe die Kohle für so ein altes Auto, dann hole ich mir das. Das ist jetzt der springende Punkt. Du bezahlst für ein Audi S2 unheimlich viel Geld. Ja, richtig. Und für das gleiche Geld kriegst du aber auch ein neues Auto. Mich würde mal interessieren, was dir mehr geben würde. Ob so ein altes vom Feeling oder vom Kick? Beides. Also generell, wenn du dich entscheiden könntest, du müsstest dein Geld, du müsstest dein Geld aus der Tasche nehmen, was du dir hart erspart hast, kaufst du dir ein neues oder kaufst du dir ein altes Auto? Wo müssen wir denn hin? Ja, das ist in die Firma. Wieso? Wir können auch in die Eisdiele fahren. So, und das tun wir jetzt auch. Wir fahren nicht in die Eisdiele, wir fahren in die Firma. Ciao, nochmal ciao. Ciao ist italienisch übrigens, habe ich gelernt. Mhm.